Meine Eltern sind Kurden aus dem Osten der Türkei und kommen aus einer Stadt, die sich kurdisch Dersim nennt. Seit ich klein bin, verknüpfe ich dieses Wort mit dieser Stadt. Doch Dersim wurde umbenannt in das türkische Tunceli, was eiserne Faust bedeutet. Zwischen 1937 und 1938 ließ Mustafa Kemal Atatürk, liebevoll Vater der Türken genannt, dort ein Massaker an den überwiegend alevitischen Kurdinnen und Kurden ausüben. Meine Eltern sind Anfang der 90er nach Europa geflohen. Hier bin ich geboren. Die Flucht ist ein Privileg. Aber sie ist auch eine Not, unerträglich. Sie reißt Löcher auf. Man wird hohl. Aber man kommt auch zu dem Schluss, dass es nicht anders geht. Meine Eltern durchlebten jeden Tag einen besonderen Albtraum. In Europa, mit der Angst im Rücken, haben sie sich auch der kurdischen Sprache entledigt. Ich spreche kein Kurdisch, aber ich spreche Türkisch. Auf einmal war das meine neue Muttersprache. So einfach ist das Leben. Wie geht man mit dem Verlust einer Sprache um? Mit der Sprache, die man kennt, in der man früher sein Leben ausgedrückt hat, in der man gedacht, gefühlt, gegessen und geliebt hat. Ein halber Fleck im Osten der Türkei wurde mundtot gemacht, vom Leben wegradiert, Mund und Rachen gleichzeitig gestopft, damit kein einziges Wort mehr herauskommt. Sprachst du Kurdisch, warst du Kurde, ein Bergtürke, ein Volksverräter.